Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video. Matthias, hi. Julian, Tag. Und ich, der Micha. Ja, und heute geht es um den vierten und letzten Teil der Highlights aus Commander 2020. Viel Spaß mit den News. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Starten wollen wir aber wie immer mit dem Gewinner. Und zwar herzlichen Glückwunsch an Christoph B. Wir haben unter deinem Gewinnerkommentar die Anweisung hinterlassen, wie du uns kontaktieren sollst, um deinen Preis abzuholen. Schau danach und dann holst du dir. Ja, auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder eine Verlosung. Dann nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und zu gewinnen gibt es diesmal eine Sidekick 100 Plus Convertible Box von Gamegenic. Ne, Gamegenic ist ja immer mit dabei und auch in der Corona-Phase mit coolen Aktionen, was man mit den Artikeln noch so treiben kann. Ne, da haben wir diesmal wieder ein Video am Ende der News, und zwar Golfgenic. Finde ich bisher das beste Video. Also ne, die coolste Idee, schaut es euch mal an, und da kann man also wirklich richtig sich einen Parcours aufbauen. Das war schon super. Ja. Okay, aber wir sind auch auf der Zielgeraden unserer Facebook-Aktion. Ein Display hauen wir ja garantiert raus von Ikoria. Die Aktion läuft aber noch bis zum 18.05. und uns fehlen noch ein paar wenige Likes unserer Trader-Facebook-Seite. Dann gibt es ein zweites Display und es fehlen noch ein paar mehr Likes der Aktion als solches. Also teilt die Aktion nochmal, gebt nochmal Freunden Bescheid, und dann schaffen wir es da, dass auch entsprechend noch bis zum 18.05. die drei Displays rausgegeben werden. Jo, gut, das dazu. Was ist passiert? Ikoria steht vor der Tür, Commander 2020 steht vor der Tür. Wir haben kräftig Commander 2020 geunboxed, leider nur englischsprachig, weil tatsächlich zwischenzeitlich wohl bei Carta Mundi, das ist die Druckerei in Belgien, wo die Magic-Karten gedruckt werden, auch Corona-bedingt ein Stillstand war. Das heißt, es gab dann doch kurzfristig eine Verknappung. Jetzt ganz kurz zum nachgelagerten Release kommen die Produkte. Das heißt, auch von uns werden noch Commander-Videos kommen, auch produzierte Duell-Videos, wo wir die Karten einblenden. Da spielen wir dann natürlich mit deutschem Produkt. Also es gibt das deutsche Produkt. Wir hatten es nur nicht rechtzeitig vor Release. Also keine Sorge. Manche hatten schon nachgefragt, gibt es das denn überhaupt auf Deutsch? Ja, es gibt es auch auf Deutsch. Ne? Ja, und wir haben mit den englischen Varianten allerdings auch gestreamt und haben da auch schon mal Testspiele gemacht. Ne? Und falls ihr da reinschauen wollt, immer samstags auf Twitch, Trader Online Video ist der Kanal. Da gibt es dann für uns mal Magic Streams 4 Stunden lang. Und natürlich mit dir, ne? Entsprechend donnerstags in Magic Arena. Genau. Wann legst du los ungefähr immer? Immer so um 19:30. Immer so um 19:30, 19.30 Uhr. Und du mit Jenna am Freitag immer. Genau. Und dann immer so 19 Uhr geht's los. Morgen, genau. Ne? Ja. Ja. Und dann auch Magic Arena. Ne? Ja. Ja. Was sonst noch passiert ist, wir haben noch Ikoria Zubehör vorgestellt zu Ikoria von Ultra Pro, natürlich das passende. Ne, rede nicht so viel, kommt zum Punkt, Micha. Ja, gut, fertig. Kommentare. Gut, da schreibt der Domi: Kein anderes Magic-Format bringt so viel Abwechslung und Spaß wie das Commander-Format. Dann schreibt David Schenk: Geiles Video, echt nice Spoiler. Freue mich schon, wenn man wieder zusammen Magic spielen kann und nicht nur in Arena. Haha. Und Flex Reborn: Bin mal gespannt, wann man wieder mit Face-to-Face-Magic-Events weitergeht. Und Alice Kempton: Wahnsinn, die T-Shirts sehen echt geil aus. Ich habe vor kurzem erst angefangen und natürlich jetzt erst zum ersten Mal von der TraderCon gehört. Aber ich werde mich definitiv anmelden. Voll cool, einfach echt schade, dass Magic the Gathering Nights momentan ausfallen. So bleibt es bei uns zu Hause am Küchentisch. Die Schwester und der Freund sind bereits infiziert und wir freuen uns wahnsinnig auf die Commander-Decks. Ich dachte, ach, also, ja, das soll man natürlich nicht falsch verstehen. Ja, wir haben das mal eben kurz zusammengefasst, so rausgenommen, diese Kommentare, weil natürlich, wir haben jetzt zum einen ja Ikoria-Release, aber auch Commander 2020-Release, und dadurch, dass wir jetzt ja aktuell die Commander-Spoiler vorstellen, weil es so loaded ist mit Rares und Mythics im Endeffekt, die 5 Decks, ist bei euch die Stimmung super und alle sind auf dem Hype-Train und freuen sich, dass die Produkte jetzt auch endlich kommen. Und nochmal dieses, auch wenn jetzt gerade die Store-Events, Magic hat ja die Events bis zum 1. Juni abgesagt. Wir haben jetzt abgesagt die TraderCon im April. Das heißt, aktuell wäre die früheste TraderCon Germany Ende Juni, wäre der nächste Termin. Den sehen wir noch nicht so wirklich, wollen es aber jetzt noch nicht absagen. Genau wie weitere Store-Events. Man muss halt wirklich gucken, wie entwickelt sich die Situation. Wie sind die Regulierungen der Länder entsprechend, dass man sich auch treffen darf? Wie müssen sich Geschäfte verhalten mit Events?
warten wir es mal ab. Aber ihr könnt die Situation nutzen, um zum einen natürlich zu Hause die Karten zu sortieren. Jetzt kommt ja auch neues Druck, das ist ja das Gute. Und man hat ja nochmal die privaten Lockerungen. Das heißt, dass man darf sich ja momentan sowieso schon mal zu zweit privat treffen. Das wird vielleicht gelockert werden, dass man auch Freunde nach Hause wird einladen können und dann schon mal eine kleine Runde macht oder so. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, eventuell Freunde nicht mit Corona, aber mit Magic zu infizieren in der Zeit und zu sagen, wir haben gerade alle noch die Zeit, komm nochmal vorbei und ich zeig dir mal, was Magic the Gathering eigentlich ist. Ja. Ja. Gute Idee. Die TraderCon Germany Shirts gehen euch auf jeden Fall nicht verloren, denn produziert sind sie. Ne? Und die werden praktisch dann für die ersten Voranmeldungen vergeben werden, sobald dann die TraderCon Germany wieder startet. Da sind wir können es natürlich auch kaum erwarten, aber aktuell sind wir gerade in einer anderen Situation und sind aber mit den Streams für euch dabei. Dann entsprechend dann jetzt auch verstärkt. Ne? Also der YouTube-Content und wie auch der Twitch-Content bleibt euch erhalten. Ja, bringt mich zum Thema. Gut, Punkt 1, haben wir gerade schon gesagt, Ikoria Release und Pre-Release sind beides auf dem gleichen Datum. In Asien war es schon veröffentlicht, in Deutschland oder in Europa ist es dann am 15. Mai. Alles gemeinsam wie in USA. Aber auch, weil alle zu Hause bleiben müssen, ist die Friday Night Magic at Home Aktion ausgeweitet. Da könnt ihr entsprechend auf Magic Arena freitags Events zocken, uns einen Screenshot schicken an mail@trader-online.de. Und am Freitag, den 15.05. wie am Freitag, den 22.05. läuft die Aktion nochmal. Und dann könnt ihr da praktisch einen Code von uns zugesendet bekommen, wo ihr dann so Ingame-Inhalte freischaltet, wie spezielle Sleeves entsprechend. Ja, Pre-Release at Home ist dann jetzt praktisch auch auf den Release-Termin gerichtet. Da haben wir im Online-Verkauf Pre-Release-Packs angeboten und kriegen vielleicht nochmal wieder welche nach. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt gerade aktuell bestellbar sind, denn sie wurden sehr gut wahrgenommen, weil wir die auch zum sehr günstigen Preis rausgehauen haben. Schaut euch gerne mal die Unboxing-Videos an dazu, ist ein super Produkt und die kann man vielleicht sogar auch noch nach dem Pre-Release und Release ist beides ja diesmal auf dem gleichen Termin. Ne? Aber vielleicht auch nach dem Release werden wir noch Pre-Release-Packs, deutsch wie englischsprachig, da haben. Schaut einfach mal rein und das ist eine super Aktion jetzt für diese Zeit. Ja, und dann geht's jetzt weiter mit Commander. Ne? Der vierte Teil, ja. Wir sprechen heute über die weißen Karten wie über die Artefakte. Und die eine farblose. Und die eine farblose Karte. Sind auch schon mega gehypt. Wir haben es ja schon Probe gespielt, ist super. Ne? Also man kriegt ja. Wirklich, es macht auch total Spaß, weil man natürlich auch mehr Zeit hat, sich aufzubauen. Ne? Filmisch können wir das Mehrspieler-Commander aktuell nicht umsetzen, das ist mit zu viel Aufwand verbunden. Deswegen spielen wir gerade Dual-Commander und merken auch, dass es aber gut funktioniert. Ne? Ja. Ja. Also auch dafür eignen sich die Decks. Okay, dann legen wir mal los. Erste weiße, also wir sprechen die Rares und Mythics durch. Ne? Jetzt kommt Trünn, Bewahrerin des Friedens. Mythic Rare. Ein weißes, drei beliebige, 3-3 Kreatur, Mensch-Soldat, Partner von Silver, Verschlinger der Freien. Das sagt, wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, kann ein Spieler deiner Wahl Silver aus seiner Bibliothek auf seine Hand nehmen und danach mischen. Die sind also beide im gleichen Deck. Zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug angegriffen hast, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Soldat-Kreaturen-Spielstein. Du hast schon gegen Jenna gespielt, wo sie die Partnerfähigkeit auf dem Tisch hatte? Ja, das war schon doof. Also das kann, glaube ich, richtig stark sein, weil auch der Partner sagt, dass halt du einen Menschen aufwand kannst, ne, den du ja durch sie bekommst. Mhm. Und dann erhält er Unzerstörbar und das ist ziemlich fies. Okay. In der Kombo. Und der Commander von dem Deck sagt ja, alle Menschen, unter anderem alle Menschen kriegen plus 2 plus 0, ne? Ja, ja. Genau. Mhm. Okay. Rachsüchtige Jagdbeinderin. Für zwei weiße, drei beliebige, 3-3 Kreatur, Menschkrieger mit Doppelschlag. Immer wenn die rachsüchtige Jagdbeinderin angreift, lege einen Doppelschlag-Mark auf eine andere angreifende Kreatur deiner Wahl. Und Doppelschlag heißt ja Erstschlagschaden und dann kommt nochmal der normale Schaden. Genau. Ne? Finde ich ziemlich stark. Ja, sehe ich auch so. Doppelschlag ist generell eine super Fähigkeit. Richtig. Ja. Ne? Und dass dir das noch anderen gibt, die Marken bleiben ja liegen. Genau. Die anderen Kreaturen, das ist auch nochmal richtig heftig. Kann sie da ins Hochsehen. Ich finde sie auch gut, ja. Ja. Okay, ruft die Kupferjacken. Für ein weißes, zwei beliebige Spontanzauber. Streben. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jedes Ziel außer dem ersten ein weißes, ein beliebiges mehr. Bestimme eine beliebige Anzahl an Gegnern deiner Wahl. Erzeuge x11 weiße Menschkreaturen. Spielsteine, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen ist, die jene Gegner kontrollieren. So. Was sagen wir dazu? Finde ich auch ziemlich gut. Also je nachdem, was natürlich die Gegner spielen, kann der Zauberspruch schon richtig teuer werden, weil du möchtest ja möglichst viele Gegner bestimmen. Mhm. Und aber du machst erstmal eine große Anzahl an weißen Menschkreaturen
Finde ich, je nachdem, wenn er jetzt einer deiner Gegner 20 Kreaturen liegen hat und die anderen beiden nichts, ist das schon ein richtig guter Zauberspruch. Wie habe ich das jetzt zu verstehen? Der Zauberspruch kostet man für jedes Ziel aus dem ersten einen, also du machst das einmal und wenn es dann nochmal eins ist, dann wählst du einen zweiten Gegner als Ziel oder was wählst Sobald du? Sobald du den, ja. Wenn du zwei Gegner hast, da sagt der bestimmt eine beliebige Anzahl von Gegnern. Mhm. Wenn du nur einen Gegner wählst, kostet der Zauberspruch 3 Mana. Ja. Wenn du zwei Gegner wählst, kostet der Zauberspruch halt ein weißer farblos mehr. Wenn du drei Gegner wählst, kostet er halt nochmal. Das nochmal drauf. Check. Und erzeugst du so viele Kreaturenspielstände wie die Gegner, die du bestimmt hast, zusammen haben. Okay. Dann kommen wir zum Falken des Kartenzeichners. Für ein weißes, ein beliebiges 2-1er Vogel fliegend. Wenn der Falke des Kartenzeichners einem Spieler, der mehr Länder kontrolliert als du, Kampfschaden zufügt, bring ihn auf die Hand seines Besitzers zurück. Falls du dies tust, kannst du deine Bibliothek nach einer ebenen Karte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen. Den finde ich, ich finde den gut. Also ich habe auch schon gegen ihn gespielt. Ich fand den, ganz in Ordnung. Ne? Ja, ist jetzt nicht die Mega-Power-Rare, ja. Aber ich fand sie, also schlecht finde ich nicht. Ja, wenn man sie nicht auf die Hand zurücknehmen würde, dann wäre es nicht so, dann wäre sie besser, aber... Dann wäre sie, glaube ich, zu stark. Ja. Okay. Zerlegende Welle. Ein weißes, zwei beliebige Hexerei. Zerstöre für jeden Gegner bis zu ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Das beziehungsweise die jeder Spieler kontrolliert. Und wir können es umwandeln für 8 Mana. Wenn du die zerlegende Welle umwandelst, zerstöre alle Artefakte und Verzauberungen. Das ist ziemlich gut, auch gerade im Multiplayer Commander, weil da hat jeder Spieler hat Artefakte und Verzauberungen. Und dann einfach mal auch, ich finde es auch für 8 Mana alles zu zerstören. Ja. Die ist auf jeden Fall optional sehr gut. Ne? Also fürs Late Game würde ich alles weg und am Anfang hast du ja meistens weniger Bedrohung oder sonst irgendwas, kannst du da schon vor allem das meiststörende wegmachen. Die Fähigkeit bei der Umwandlung zu countern ist relativ schwierig, weil das ja kein Zauberspruch ist, den man spielt. Das ist ja eine ausgelöste Fähigkeit und das zu countern ist schon ein bisschen spezieller, also finde ich deswegen auch sehr gut. Okay. Mhm. Beispielloses Manöver. Ein Spontanzauber, ein weißes, zwei beliebige. Falls du einen Kommandeur kontrollierst, kannst du diesen Zauberspruch wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. So eine Karte haben wir in jeder Farbe. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Unzerstörbarkeit, bis zumindest du es. Das ist richtig gemein. Ja, das hatte dann auch gegen mich draußen. Das ist richtig fies. Ne? Ja, weil es kommt halt spontan, es kommt total unberechenbar. Ja. Ne? Wenn es ausgetappt ist oder so, dann rechnet man da ja nicht mit. Richtig. Ne? Und gerade nochmal in so einem 100-Karten-Commander-Deck so eine Karte auf der Hand zu haben oder so, das kann man ja nicht von ausgehen unbedingt da, ne? Also ist ja. Okay. Herold der Vergessenen ist auch eine mächtige Karte, kostet auch mächtig Mana. 2 weiße, 6 beliebige, eine fliegende Katzenbestie, Stärke 6, Widerstandskraft 6. Wenn der Herold der Vergessenen ins Spiel kommt und falls du ihn gewirkt hast, bringe eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten deiner Wahl, die eine Umwandlungsfähigkeit haben, aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Das ist eine Karte, die in dem Deck drin steckt, das ich gespielt habe, das sehr viele Umwandlungskarten spielt. Mhm. Das heißt, du wandelst die Karte um, kriegst was dafür nach, löst noch am besten noch einen Effekt aus oder mehrere Effekte sogar. Und dann hast du solche Sachen in dem Deck drin, was dann die umwandelten Karten nochmal wieder ins Spiel bringt. Also ich glaube, das ist richtig viel. Richtig heftig, richtig heftig. Ne? Aber teuer. Aber teuer. Das stimmt, ja. Ja, dafür ist dann Friedhof dann vielleicht auch schon voll. Also man muss ja auch mal ein bisschen was spielen vorher. Waldläufer im Grenzland. Ein weißes, zwei beliebige. Stärke 3, Widerstandskraft 2, Menschenspäher, Erstschlag. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Solange ein Gegner mehr Länder kontrolliert als du, kannst du Länderkarten oben von deiner Bibliothek spielen. Ja. Also man kann ja mal gucken, diese oberste Karte jederzeit anschauen oder so, kann ja auch sinnvoll sein, weil du irgendwie nochmal andere Fähigkeiten hast, um zu sagen, ich mache irgendwas, ich lege die oberste Karte und drunter oder tralala sonst irgendwas. Ja, klar. Also generell sind die Commander-Decks sehr gut konzipiert. Also wir haben noch andere Karten, die dann einfach gut dazu passen. Alleine 3-3 Erstschlag sind ja auch schon mal sehr gute Stats. Erstschlag ist sowieso eine gemeine Sache. Ja, das stimmt. Lebenskraftjäger. Ein weißes, drei beliebige, eine Nachtmar, Stärke 3 und Widerstandskraft 4. Ein weißer Nachtmar, okay. Mit Lebensverknüpfung. Und 2 weißen und X hat er Monstrum X. Falls diese Kreatur nicht monströs ist, lege X +1/+1 Marken auf sie und sie wird dann monströs. Ja. Und wenn der Lebenskraftjäger monströs wird, lege je eine Lebensverknüpfungsmarke auf bis zu X Kreaturen deiner Wahl. Und dann kannst du dich auf jeden Fall gut vollsaugen. Wenn du tatsächlich einfach nichts mit deinem Mana anzufangen weißt, kannst du den ordentlich pumpen. Ja.
Gibt dir gut Lebenspunkte zurück. Finde ich eine super Karte. Ja. Ja. Auch eine super Karte, jetzt als Mystic Rare Status hier, Akroma Engel des Zorns. Auch nochmal harte 8 Mana. Ne? Mhm. Aber die ist auch ein Brett, ein legendärer Engel, Stärke 6, Widerstandskraft 6, fliegend, Erstschlag, Wachsamkeit, Trampelschaden, Eile, Schutz vor Schwarz und vor Rot. Die kriegt man schon mal schlecht weg. Die ist so ein Brett. Ja, das stimmt. Muss man nicht viel weiter zu sagen. Richtig. Wir haben aber auch noch Akromas Rache. Ne? Die ist ja richtig sauer, die Lady. Auch für 6 Mana, Hexerei, zerstöre alle Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen. Die können wir aber umwandeln. Wenn wir sagen, brauchen wir jetzt noch nicht oder so, dann ziehen wir was anderes dafür für 3 Mana. Ne? Ja, so. Boardwipe auf alles ist immer gut. Ja, ja, kann niemand mit verkehrt machen. Haben wir auch in jeder Farbe einmal dabei bei Commander. Engel der Endgültigkeit. Ein weißes 3 beliebige, ein Engel Stärke 3, Widerstandskraft 4, fliegend. Wenn der Engel der Endgültigkeit ins Spiel kommt, schicke alle Karten aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Das ist gegen manche Decks auch hart und für Commander generell eine brauchbare Karte. Ne? Einfach der Engel ist ja von den Stats her nicht zu teuer fürs Mana her und dann nochmal einfach den Friedhof weg. Finde gut. Ja. Astrale Wanderung, Verzauberung für ein weißes 2 beliebige. Immer wenn du die astrale Wanderung umwandelst oder eine andere Karte umwandelst, während sich die astrale Wanderung im Spiel befindet, kannst du eine Kreatur deiner Wahl ins Exil schicken. Falls du dies tust, bringe sie zum Beginn des nächsten Endsegments unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Umwandlung, ne, entsprechend auch für 3. Mhm. So, jetzt nochmal eine Frage zur Mutation. Mutation. Wenn ich wenn die Karte liegt, ne? Und weil ich habe die in meinem, Umwandlungsdeck, ja, und dann schicke ich praktisch irgendeine mutierte Kreatur mit 2 Mutationen oder so ins Exil und sie kommt dann wieder. Dann sagtest du, dann ist es richtig, dann kommen die Mutationen aus einzelnen Kreaturen wieder, ne? Oder wie ist es? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Hm. Also Mutation habe ich mich jetzt noch nicht so viel mit befasst, wie ich es vielleicht hätte sollen. Einfach weil ich momentan nicht so viel Magic spiele, ja, okay. Außer auf Arena. Und da ist es mir tatsächlich noch nie passiert. Ich habe es auch noch nie gesehen. Also, ja, okay. Also ich meine, dass die Kreaturen dann einzeln wiederkommen. Ich glaube aber auch, dass die einzeln wiederkommen. Ja, weil es ist ja praktisch eine zusammenmutierte Kreatur, die wird geexiled, kommt dann aber ja wieder. Mhm. Und dass die dann wupp dann einzeln wiederkommen. Okay. Ja. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann lesen wir ja entsprechend mit. Gut. Ja. Kopfgeldagentin. Ein weißes, ein beliebiges. Stärke 2, Widerstandskraft 2 mit Wachsamkeit, wieder ein Menschensoldat. Für Tappen opfere die Kopfgeldagentin, zerstöre eine legendäre bleibende Karte deiner Wahl, die ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung ist. Kann auch richtig fies sein. Die finde ich in diesem Commander-Deck eigentlich auch sehr stark, weil die Kommandeure selber sind legendär. Stimmt. Und man hat auch sonst starke Legenden drin. Ja, klar. Wenn eine Kreatur richtig hart ist oder so, dann kann da die Kopfgeldagentin die einfach wegmachen. Ist wieder eine relativ neuere Karte im Reprint. Verheerender Mechakoloss. 2 weiße, 3 beliebige Artefaktkreatur, Konstrukt, Stärke 4, Widerstandskraft 5 mit Wachsamkeit. Wenn der verheerende Mechakoloss ins Spiel kommt, bestimmt jeder Spieler ein Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung und einen Planeswalker unter den bleibenden Karten, die er kontrolliert und die keine Länder sind und opfert dann den Rest. Der räumt also auch schon mal ein bisschen was aus dem Weg. Ja. Ja, macht einmal quasi für alle nochmal. Jeder darf sich was aussuchen. Genau. Und ist selber dann ja auch 4-5 Wachsamkeit auch schon gut, ne? Mhm. Ja, du musst ihn halt bestimmen, damit er liegen bleibt. Mhm. Als Kreatur. Ja, genau. Stadtweite Razzia für 3 Mana Hexerei. Zerstöre alle Kreaturen mit Widerstandskraft 4 oder mehr. Auch nochmal ein Boardwipe. Ja. Ja, ne? Reinigende Nova. Für 2 weiße, 3 beliebige bestimme 1. Zerstöre alle Kreaturen oder zerstöre alle Artefakte und Verzauberungen. Ja, einfach sich da aussuchen kann, was man gerade machen möchte. Ist einfach super. Also wir bieten ja bei Trader euch die Decks einzeln an, sowie auch Commander als Package. Ne? Und man kann ja mit den Decks auch einfach so weiterbauen. Also man kriegt einfach, wenn man nochmal sieht, wie viele, dass wir wirklich 4 News-Aufgaben brauchen, um jetzt hier entsprechend die ganzen Rares und Mystics durchzusprengen. Man kriegt so viele Powerkarten an die Hand, die man einfach am Küchentisch
verwenden kann, wie man lustig ist. Ne? Da nochmal so der Hinweis vom Deckbau her, die Karten sind dann standardlegal oder sind in den sind Standard- oder Modern-legal, wenn sie auch in Standard- oder Modern-legalen Booster-Editionen enthalten sind. Ansonsten sind sie Legacy, sind alle Commander-Karten Legacy-legal, Vintage-legal und natürlich fürs Commander-Format. Ja. Ja. Und am Küchentisch könnt ihr sowieso spielen, was ihr wollt. Das gelten eure eigenen Regeln. Geliebter Verstorbener. Zwei weiße, vier beliebige, ein Geist, Stärke 5, Widerstandskraft 5, fliegend. Solange der geliebte Verstorbene in deinem Friedhof ist, bekommt jede Mensch-Kreatur, die du kontrollierst, kommt jede Mensch-Kreatur, die du kontrollierst, mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel. Ja. Okay. Ganz in Ordnung. Gucken, was er kann. Ja, ne, ist teuer, hat einen coolen Effekt, ja. Vor allem, das ist ein ziemlich starker Effekt, weil jede Mensch-Kreatur, das heißt auch die Mensch-Token, die du dir erzeugst, kommen mit einer zusätzlichen Marke ins Spiel. Und wenn du dir mit so einem Zauber mal eben 10 erzeugst, dann hast du da 10-2-2 auf einmal liegen. Ja. Das stimmt. Ja. Dekret der Gerechtigkeit. Jetzt ist auch nochmal richtig teuer. XX 2 und 2 weiße erzeugt uns X4 4 weiße Engelkreaturen Spielstein mit Flugfähigkeit. Umwandeln können wir es für 3. Und wenn du das Dekret umwandelst, kannst du X bezahlen. Falls du dies tust, erzeuge X1 1 weiße Soldatkreaturen Spielsteine. Ja, da wollen wir lieber die Engel haben, ne? Ja, ja. Sie schon. Das ist aber deutlich teurer. Ja, ja. Aber wir haben in Commander ja auch immer viele Artefakte für Mana-Beschleunigung und sowas mit dabei. Also auf lange Sicht baut man sich da schon, es eskaliert sowieso nachher immer total in Commander, im Late Game. Also ja, weil die Karten alle so starke Fähigkeiten haben. Ah. Ne? Ja. Sturzflug auf die Sünder. Für 6 Mana wieder eine Hexerei. Schicke alle Kreaturen ins Exil. Delirium, erzeuge einen 4-4 weißen Engel-Kreaturen-Spielstand mit Flugfähigkeit, falls dein Friedhof 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält. Was da wären? Artefakt, Kreatur, Verzauberung, Spontanzauber, Hexerei, Land. Planeswalker. Ja. Sowas, ne? Ja, das ist, glaube ich, ne? Das muss es gewesen sein. Ungefähr. Ja, nochmal ein teurer Board-Vibe. Ja. Ne? Und nochmal mit, ja. Ja, vor allem ins Exil zu schicken. Ja. Spielt um Unzerstörbarkeit drumherum. Das ist einfach ein großartiger Zauberspruch. Kommen wir zum ewigen Drachen. Wieder für 7 Mana, 5-5 fliegender Drachengeist. Für 5 Mana bringe den ewigen Drachen aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Aktiviere die Fähigkeit nur während des Versorgungssegments. Das ist nach dem Entap-Segment, vor dem Zielsegment. Und er hat Ebenenumwandlung 2. Wirf diese Karte ab, du siehst deine Bibliothek nach einer Ebenenkarte, nimm sie auf deine Hand, misch dann deine Bibliothek. Finde ich auch richtig gut. Mhm. Ne? Entsprechend, weil anfangs bringt er uns Mana und nachher die Kreatur. Ja, ja, genau. Er kann uns ja immer wieder Ebenen besorgen. Das ist, glaube ich, der Witz an der Sache. Also ich würde ihn tatsächlich, wenn ich die spielen würde, würde ich sie als Kreatur nur ausspielen, wenn ich es wirklich brauche. Ja. Weil in der Zwischenzeit kann ich immer wieder Ebenenumwandlung auf die Hand nehmen, Ebenenumwandlung auf die Hand nehmen und so dünne ich mir mein Deck aus und kann mir einfach die ganze Weile zum Mana, was ich brauche, immer wieder auf die Hand holen. Ja, okay. Ja. Frontarzt. Ein weißes, zwei beliebige, 3-3 Mensch-Kleriker mit Bataillon. Immer wenn der Frontarzt und mindestens 2 andere Kreaturen angreifen, halten Kreaturen, die du kontrollierst, Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Opfere den Frontarzt, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit X in seinen Mana-Kosten, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 3. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Zauberspruch. Ja. Also, allein die erste Fähigkeit ist, glaube ich, gerade in einem Token-Deck. Ist, glaube ich, gerade in einem Token-Deck ziemlich einfach erreicht. Ja. Und dann noch mit der Fähigkeit, ihn einfach zu opfern. Das Ding hat keine Einsatzverzögerung. Der ist richtig heftig, ist er. Ja. Mhm. Hufabdruck des Hirsches. Ein weißes, ein beliebiges Stammesverzauberung Elementarwesen. Also diese Verzauberung zählt als Elementarwesen Tribal dann praktisch mit, wenn Elementare gezählt werden. Ja. Das war einfach in Lorwyn damals so. Wenn du eine Karte ziehst, kannst du eine Hufabdruckmarke auf den Hufabdruck des Hirsches legen. Für 3 Mana, ist ein komischer Name, ne? Entferne 4 Hufabdruckmarken vom Hufabdruck des Hirsches. Erzeuge einen 4-4 weißen Elementarwesen-Kreaturenspielstand mit Flugfähigkeit. Aktiviere diese Fähigkeit nur während deines Zuges. Ich finde die Karte aber super. Ja, ist sie auch. Also vor allem, da du ja sehr wahrscheinlich die in dem Umwandlungsdeck spielen wirst, richtig, weil du da sehr viele Karten ziehst, ja, kannst du da, glaube ich, sehr schnell sehr viele 4-4er erzeugen. Genau. Gut.
Stimmt. Zunehmende Hingabe. Für 5 Mana Hexerei erzeuge 5-1-1 weiße Mensch-Kreaturen-Spielsteine. Falls dieser Zauberspruch aus einem Friedhof gewirkt wurde, erzeuge stattdessen 10 solcher Spielsteine. Rückblende für 9. Du kannst die Karte aus deinem Friedhof für ihre Rückblendekosten wirken, schick sie nachher ins Exil. Ja, und wenn die Token dann alle, weil die andere Karte, der Engel da im Friedhof ist, alle nicht als 1-1 sah, sondern mit einer 1-1 war gekommen, ja, dann können wir dann unsere dreckige Lache rausholen. Ne? So. Super. Ja, so. Kalems Hauptmann. Für 5 Mana 5-5. Stats sind eigentlich durchgängig alle gut. Ne? Ich finde, die Kommandation ist einfach richtig gut geworden. Riesensoldat, Wachsamkeit. Monstrum 3 für 7 Mana. Bekommst du dann entsprechend 3+1 Marken drauf. Wenn Kalems Hauptmann monströs wird, schicke alle Artefakte und Verzauberer ins Exil. Aha, guck mal an. Ja. Nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall sehr gut. Finde ich auch gut, ja. Du hast einfach mega viel Optionsgedönse, ne, in Commander auch. Also das macht schon richtig Bock, weil du auch einfach solche High-Mana-Karten drin hast, die dann auch richtig starke Effekte einfach haben, ne? Jetzt aber wieder eine günstige. Ritter der Weißen Orchidee. Für 2 Weiße, ein 2-2er, Mensch Ritter mit Erstschlag. Wenn der Ritter der Weißen Orchidee ins Spiel kommt und falls ein Gegner mehr kontrolliert, Länder kontrolliert als du, kannst du der Bibliothek nach einer ebenen Karte durchsuchen und sie ins Spiel bringen und dann in der Bibliothek mischen. Das haben wir sehr viele in Weiß entsprechend jetzt von. Das ist schon die dritte Karte, die sowas macht. Das ist ziemlich gut, finde ich. Mhm. Weil die kommt ja auch nicht getappt ins Spiel. Dann. Ja. Ja. Ja, 2-2 Erschlag und noch ein Effekt dabei. Ist gut. Ja. Ja, ja. Magus der Scheibe für 4 Mana 2-4. Mensch-Zauberer, der Magus der Scheibe, der kommt getappt ins Spiel. Sagt aber dann für ein beliebiges und tappen, zerstöre alle Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen. Das ist praktisch eine Kreatur Nevenerals Disc. Auch nochmal so ein Klärspruch. Mhm. Mit, aber entsprechend hat die Disc auch, die kommt erstmal getappt ins Spiel. Das heißt, die Gegner haben noch ein bisschen Chance, was dagegen zu machen. Und der ist natürlich als Kreatur auch nochmal ein bisschen anfälliger als eventuell das Artefakt, was das jetzt macht. Aber wenn der einmal enttappt ist, dann kann er es halt immer zu jedem Zeitpunkt, kann man dann eigentlich sagen, ja, jetzt möchte ich dann doch alles zerstören. Ja, ja. Ändert auf jeden Fall das Spiel. Alle miteinander. Also ein bisschen vorsichtiger und sagen, da kommt jetzt die Kippe oder wie sieht's aus? Ne? Odric Lunarch Marschall. Für 4 Mana 3-3. Legendäre Kreatur Menschsoldat. Zu Beginn jedes Kampfes erhalten Kreaturen, die du kontrollierst. Erschlag bis zum Ende des Zuges, falls du eine Kreatur kontrollierst, die Erschlag hat. Das gleiche gilt für Bedrohlichkeit, Doppelschlag, Eile, Flugsicherheit, Flugfähigkeit, Lebensverknüpfung, Reichweite, Schleichen, Todesberührung, Unzerstörbarkeit, Wachsamkeit sowie das Verursachen von Trampelschaden. Das verstanden, kann ziemlich krass sein, alle geben sich alles. Alle geben sich alles, super Karte. Ja. Ne? Und das ist heftig. Ja, das ist richtig krass. Ne? Vor allen Dingen auch Unzerstörbarkeit, wenn du eine da liegen hast oder so. Dann ist der Odric nochmal ätzender. Ja. aber wir haben hier auch nochmal Odric, der Meistertaktiker, für 4 Mana 3-4er. Legendäre Menschkreatur, Soldat, Erstschlag, immer wenn Odric, der Meistertaktiker und mindestens 3 andere Kreaturen angreifen, bestimmst du, welche Kreaturen in diesem Kampf blocken und wie sie blocken. Okay, das kann auch mega krass sein. Da kannst du auch sagen, die blocken gar nicht, ne? Ja. Welche Kreaturen in diesem Jahr, kannst du dann sagen, wird nicht geblockt. Aber du kannst auch einfach die generischen Kreaturen alle töten. Ja, ja. Ne? Ja. Wenn man denn will. Ja. Wenn man denn möchte. Weglerche. Wir sind immer noch, wir lesen die ganze Zeit weiße Rares vor übrigens. Ne? Ja. Wir sind noch nicht bei den Artefakten. Weglerche. Für 5 Mana 4-3 Elementarwesen fliegend. Wenn die Weglerche das Spiel verlässt, bringe bis zu 2 Kreaturenkarten deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Und herbeirufen für 6 Mana. Du kannst diesen Zauberspruch für seine Herbeirufenkosten wirken. Falls du dies tust, wird die Kreatur geopfert, wenn sie ins Spiel kommt. Also um einfach zu sagen, ich will die jetzt wieder haben, so nach dem Motto. Ja, ich brauche die jetzt wieder ganz dringend, die beiden Sachen, dann musst du nicht darauf warten, dass sie erst stirbt oder das Spiel irgendwie anders verlässt, sondern kannst es halt direkt machen. Check. Okay. War damals auch eine Turnierkarte, kann mich gerade erinnern, die wurde hat über den Weg in Turnierdecks gefunden. Reiter von Gaven für 4 Mana 3-3 Menschenritter Wachsamkeit, sowie die Reiter von Gaven ins Spiel kommen, bestimme einen Kreaturentyp. Menschkreaturen, die du kontrollierst, erhalten Schutz vor Kreaturen des bestimmten Typs. Oh, das ist auch gemein. Das kann ziemlich krass sein, ja. Ja. Super. Nicht schlecht. Ja, super. Ernste Rekruten. Für 3 Mana 2-2 Zwergenkrieger, Doppelschlag, Rebellion zu Beginn deines Endsegments und falls in diesem Zug eine bleibende Karte unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, lege eine +1/+1 Marke auf die ernste Rekrutin. Und dadurch, dass sie einen Doppelschlag hat, macht sie dann irgendwann ganz schön viel Schaden. Macht sie ganz schön viel Schaden dann, ja. Ja.
Sonnentitan. Der ist auch richtig heftig. Das ist ein Mythic Rare. Wir sind immer noch bei weißen Rares und Mythics. 6 Mana, 6 6er Riese mit Wachsamkeit. Immer wenn der Sonnentitan ins Spiel kommt oder angreift, kannst du eine bleibende Karte deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Ich finde den richtig heftig. Ja, ist er auch. Das ist krass. Ja. Sonnenexplosionsengel für 6 Mana, 4-5 fliegender Engel. Wenn der Sonnenexplosionsengel ins Spiel kommt, zerstöre alle getappten Kreaturen. Kann auch ziemlich fies sein. Ja. Solltest du nicht nach deinem Kampfsequenz spielen, nachdem du angegriffen hast. Ja, das wäre ja. Wär doof. Oh ja, die Kreatur am Wachsamkeit, Junge. Ja. Talias Leutnant für 2 Mana 1-1er Menschsoldat. Wenn Talias Leutnant ins Spiel kommt, lege auf jeden anderen Menschen, den du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Immer wenn ein anderer Mensch unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf Talias Leutnant. Auch das funktioniert sehr gut mit Tokens. Och, ey, die ist so fies, ne? Ich hab gegen die gespielt. Die war so stark, ne? Meine Güte. Das hört hier gar nicht fies. Auf, sag mal, ey, das sind fast nur Mystic und Rares, ne? Ja, total heftig. Noch 4 Stück. Dann sind wir mit Weiß erstmal durch. Schwarzseher aus Traben für 3 Mana 2-2 Menschkleriker. Für Tappenerzeuger ein 1-1 weißen Menschkreaturenspielstein. Da freut sich ja unser hier von gerade, der Kollege, ne? Der Leutnant. Ja. Und Schicksalskunde. Solange du 5 Lebenspunkte oder weniger hast, erhalten andere Kreaturen, die du kontrollierst, +2/+2. Na klar. Ne? Okay. Dann rutschen die alle mal richtig rüber. Ja, aber dafür hast du auch 5 oder weniger Lebenspunkte. Das möchtest du auch nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Für immer zusammen. 2 weiße Mana Verzauberung. Wenn für immer zusammen ins Spiel kommt, wende Beistand 2 an. Lege je eine +1/+1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Mhm. Für 1, bestimme eine Kreatur deiner Wahl, auf der eine Marke liegt. Wenn die Kreatur in diesem Zug stirbt, bringe sie auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ist bestimmt gemein. Ja. Ich geh mal weiter. Okay. Ich geh mal weiter. Okay. Unvermittelte Abwesenheit für 2 weiße und X Spontanzauber. Lege eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, unter die obersten X-Karten der Bibliothek ihres Besitzers. Ja, nimmt einfach irgendeine Bedrohung weg, ne? Und legt sie dem nochmal irgendwo ins Deck. Ja. Mhm. Ist gut. Ja. So, den ältesten Dinosaurier haben wir auch noch in Weiß. Cepala, die Ursonne für 8 Mana, Stärke 4, Widerstandskraft 8, Fliegen, Doppelschlag, Wachsamkeit, verursacht Trampelschaden, unzerstörbar. Und Doppelschlag bei Stärke 4 heißt der macht der insgesamt auch 8 Schaden. 4 erstmal direkt in die Fresse und die anderen 4 nochmal hinterher. Ja, ne? Einfach, auf jeden Fall mal einfach, die Keywords, die man für die anderen einfach für andere starke braucht. Sachen legen. So, jetzt kommen wir. Ich glaube, wir kommen jetzt zu der farblosen Karte, ja, oder? Genau. Ja, das ist, da haben wir in großer Spannung drauf gewartet. So. Farblos. Es ist kein Artefakt, es ist eine Kreatur, die einfach nur XX in den Casting-Kosten hat. Und die Farbe einer Karte bestimmt sich ja über die Mana-Symbole in den Casting-Kosten. Und da die beliebig sind, hat diese Kreatur keine Farbe. Der kryptische Trilobit kommt mit X +1/+1 Marken ins Spiel. Entferne eine +1/+1 Marke vom kryptischen Trilobiten, erzeuge 2 farblose Mana. Verwende dieses Mana nur, um Fähigkeiten zu aktivieren. Für 1 Mana und Tappen lege eine +1/+1 Marke auf den kryptischen Trilobiten. So eine Fummelkarte, würde ich sagen, ne? Ja. Gut, so, jetzt zu den Artefakten. Mana Refraktor. Für 3 Mana Artefakt. Der Mana Refraktor kommt getappt ins Spiel. Der Mana Refraktor hat alle aktivierten Fähigkeiten aller Länder im Spiel. Um die Aktivierungskosten von Fähigkeiten des Mana Refraktors zu bezahlen, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana beliebiger Farbe. Ja, aber wenn die Länder dann die aktivierte Fähigkeit mit Tappen haben, dann muss man ihn natürlich auch dann tappen, ne? Weil es ja die aktivierte Fähigkeit ist, oder? Oder was ist eine aktivierte Fähigkeit? Aktivierte Fähigkeit, ich zahle doch immer irgendwie Mana und tappe, mach irgendwie diese. Die aktivierten Fähigkeiten sind auch die Tappe, ein Land für Mana zu erzeugen. Ja. Also jedes Land hat eigentlich auf sich stehen, Tappen, erzeuge Mana, erzeuge Grün. Mhm. Also das hat auf jeden Fall alle diese Fähigkeiten und auch diese anderen aktivierten Sachen. Und das sind halt die irgendwas kosten und dann auch irgendwas Komisches tun. Und die hat er halt auch alle. Ja. Aber so, wenn die halt irgendwelches farbiges Mana kosten, kannst du da halt beliebiges Mana für zahlen. Check.
Klinge des Zufluchtsorts für 2 Mana eine Ausrüstung. Sowie die Klinge des Zufluchtsorts an eine Kreatur angelegt wird, bestimme eine Farbe. Die ausgerüstete Kreatur hält +2/+0 und hat Schutz vor der zuletzt bestimmten Farbe. Ausrüsten 3. Ja. So eine schlimme Karte. Also ich habe auch gegen die gespielt. Ich habe die Kreatur nicht wegbekommen. Das war einfach ganz schlimm. Das ist halt ganz, ganz toll, ne, dass man sagt, wenn man die Karte selber hat, dann ja, ne, tut dem Gegner, ist halt sehr flexibel. Einfach, das ist einfach, ne, schlimm. An die Wolfsituation und ja. Verdoppelnder Stab für 3 Mana Artefakt. Falls du einen Zauberspruch ein- oder mehrmals kopieren würdest, kopiere ihn stattdessen so oft plus ein weiteres Mal. Du kannst neue Ziele für die zusätzliche Kopie bestimmen. Und für 7 und tappen, kopiere einen Spontanzauber oder eine Extra-Reihe deiner Wahl, den bzw. du kontrollierst. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Das ist die Copy-Copy-Karte, ne? Ja. Die Copy-Copy-Karte, ja. Copy-Copy-Karte. Wir haben es dann ja an Mana. Wir machen Copy-Copy-Copy. Verlassener Sarkophag für 3 Mana Artefakt. Du kannst Zaubersprüche, die eine Umwandlungsfähigkeit haben, aus deinem Friedhof wirken. Die wird dann in dem Umwandlungsdeck wohl drin sein. Die ist ganz, ganz toll. Wahrscheinlich, ja. Falls du eine Karte mit einer Umwandlungsfähigkeit von irgendwo auf deinem Friedhof gelegt würde, ohne dass sie umgewandelt wurde, schicke sie stattdessen ins Exil. Ja. Ja. Gut. Okay. So ist das. So. Fluxkompensator. Ein Reprint einer Umwandlungs-Rare-Karte, so gesehen. Ne, die sagt, für 2 Mana Umwandlungsfähigkeiten, die du aktivierst, kosten beim Aktivieren bis zu 2 weniger. Da kann man auch richtig gemeine Sachen mitmachen. Das kann wahrscheinlich auch in dem Umwandlungsdeck. Richtig. Und das ist auch sehr schön, die Karte kam aus Ursa Saga. Die ist zwischenzeitlich auch richtig teuer geworden. Und Ursa Saga ist so eine brettalte Magic-Edition mittlerweile. Und die ist einfach wieder da. Jetzt halt so. Ne? Ist auch sehr schön. Super, ja. Biotronisches Bestiarium für 3 Mana Artefakt zu Beginn deines Versorgungssegments wendest du Hellsicht 1 an. Also sprich, wir gucken uns die oberste Karte der Bibliothek an und entscheiden, ob sie oben drauf bleibt oder wie unten drunter gelegt wird. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, kannst du ein grünes Mana bezahlen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Das ist ein sehr starker Effekt. Ja, ist es gerade im Commander, wo Spiele länger dauern. Super Karte. Ja. Bottich der Nachäffung für 3 Mana. Einprägen. Immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur stirbt, kannst du sie ins Exil schicken. Falls du dies tust, lege alle anderen Karten, die mit dem Bottich der Nachäffung ins Exil geschickt wurden, auf die Friedhöfe ihrer Besitzer zurück. Für 3 erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer mit dem Bottich der Nachäffung ins Exil geschickten Karte ist. Sie hält Eile, schicke ihn zu Beginn des nächsten Endzugs ins Exil. Ja. Mir war es zu viel Text, ihr habt es verstanden? So, ja. Ist ja gut. Und so. Wenn die Kreatur stirbt, immer wenn kannst du ins Exil schicken? Wenn du es tust, lege alle anderen Karten, die mit dem Brötchen haben, ins Exil schicken. Also, wenn irgendwo auf dem Spielfeld eine Kreatur stirbt, kannst du sie ins Exil schicken, also unter dem Bottich legen. Ja. Und dann kannst du für 3 Mana und Tappen einen Spielstand davon, von dieser Kreatur erzeugen, der hält Eile und wird dann zum Ende exiled. Ja. Und immer wenn eine neue Kreatur stirbt, also sobald du was Neues darunter exilst, geht die alte halt weg. Okay. Gut. Ja, ne? Psychosenkrabbler. Für 5 Mana ein Artefakt-Kreatur mit Sternchen. Stärke und Widerstandskraft des Psychosenkrabblers sind gleich der Anzahl an Karten auf deiner Hand. Immer wenn du eine Karte ziehst, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Schön. Der ist auch in Umwandlungsdeck drin. Ist auch einfach ganz gemein, wenn man ganz viel zieht und einfach durch das Ziehen dann Schaden macht. Ja. Stiller Schiedsrichter. Für 4 Mana 1-5 Artefakt-Kreatur. In jedem Kampf kann höchstens eine Kreatur angreifen. In jedem Kampf kann höchstens eine Kreatur blocken. Das ist wieder so eine, die ändert das Spielgeschehen radikal gerade. Mach mal langsam. Mach mal langsam und mach mal heftig normalerweise. Genau. Mit einer richtig mit der voll auf die Omme. So, letzte Karte. Mhm. Haben wir, ne? Okay. Erhabenes Scheinbild für 4 Mana Artefakt-Kreatur Golem, Stärke 2, Widerstandskraft 2. Wenn das erhabene Scheinbild ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardkarte, die suchen, sie getappt ins Spiel bringen, dann deine Bibliothek mischen. Wenn das erhabene Scheinbild stirbt, kannst du eine Karte ziehen. Auch eine richtig tolle Karte, auch wenn die auf den ersten Blick mit Stärke und Widerstandskraft 2 nicht so stark wirkt, hat die aber so starke Effekte, die einfach mit dazukommen. Ja, kann man eigentlich auch in jedes andere Commander-Deck packen. Also ich finde, das ist immer so eine Karte, die kann man eigentlich in jedes Deck packen. Ja. 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 Ja, und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben wirklich über vier News-Aufgaben so viele Karten vorgestellt, wie noch nie zuvor für Commander.
Ne? Und ich glaube, das hast du gerade schon ganz gut gesagt, dass noch nie war Commander so voll an Rares und Mythics wie jetzt Commander 2020. Ne? Also super. Absolute Kaufempfehlung von meiner Seite. Ne? Irgendwie schaut euch die Unboxings an nochmal. Ein tolles Produkt, um auch einfach an starke Magic-Karten ranzukommen, so nach dem Motto, wenn Bock hat, man kann da ja so entsprechend mit weiterbauen. Von uns werden auch Duell-Videos kommen. Ne? Da werden die Karten nochmal eingeblendet. Da könnt ihr also auf Deutsch nochmal gucken, wie wir da entsprechend Dual Commander zocken. Ja, und dann sind wir jetzt raus. Und es kommt aber noch das Golf-Jennic-Video von Game Jennic. Lasst euch mal überraschen. Ne? Ciao und viel Spaß damit. Tschüss. Ciao.